Wo bist denn du? Ich stehe hier, ganz weit weg. Okay, das war jetzt natürlich blödsinnig. Naja gut, damit habe ich zumindest die Dings, dann heile ich jetzt mal hier die Legionäre. Weil ich eh nicht daran komme aktuell. Ich habe ja so wenig Aktionspunkte, das ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erreichen kann. Doch, ich kann ihn kriegen. Aber ich habe nicht genug Aktionspunkte. Ja. Ich komme dann gleich mal zu dir, um dich zu heilen. Erstmal in die Kiste gucken. Findest du was Gutes drin? Ein Feuerpfeil. Ah, oh, Wahnsinn. So. Ach, du hast dich jetzt bei mir auch gerade geheilt, noch, oder wie? Hast dich selbst geheilt? Nee, eigentlich. Ich weiß nicht, das hat die automatisch gemacht. Nee, ich kann dich aktuell nicht heilen. Ich kann jetzt nur nach vorne. Nee, ist ja nicht schlimm, ist ja okay. Vorne. Dann renne ich mal zu diesem Typ. Was machst du? Ich versuche noch meinen einen Aktionspunkt zu nehmen. Der muss doch jetzt mal gleich tot sein. Ah, der ist voll Der ist noch relativ gesund. Nee, jetzt nicht mehr so. Jetzt nicht mehr so, aber der Legionär ist tot. Jetzt bist du dran. Jo. Nicht genügend Aktionspunkte. Ich kann ihn wieder nicht angreifen. Ich kann ihn nur hinstellen. Das ist so zum Kotzen. Man hat nie genug Aktionspunkte. Ich habe halt auch nur 5. Das ist so schäbig. Ah, okay. Nee, ich habe ein bisschen mehr. Nee, geht nicht. Ich komme nicht dran. Ich stelle mich hinter ihn und bedrohe ihn. So. Ich kann nochmal angreifen, sehe ich. Das ist halt auch mit 5 Aktionspunkten, wenn du Nahkämpfer bist und die ganze Zeit nicht ans Ziel rankommst. Das ist so frustrierend. Jetzt, ja. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. So, ich guck mal kurz meinen Stufenaufstieg an. Was mache ich denn damit jetzt? Hier ist was Spezial. Novize, wo kann ich denn hier jetzt Punkte verteilen? Im Inventar. Wie im Inventar? Ist das im Inventar? Ach, da. Waffen. Verfügbar einer. Wie verteile ich das? Ich verstehe es nicht. Da blinkt sowas grün, wenn du... Ja, ja, ich sehe das. Ach, hier, Stärke kann ich, Gewandtheit, Schnelligkeit. Ich mache, glaube ich, erstmal Schnelligkeit. Nee, kann ich auch nicht. Hä? Hä? Ach, das ist wieder dieses scheiß Tutorial-Fenster da aufgegangen. Ein was? Ein scheiß Tutorial-Fenster. Ja, dann kannst du nichts anklicken und du siehst es nicht immer. Ich bin jetzt Stufe 2. Ich wollte mir mal das Orkschiff angucken, aber ich kann leider nicht. Wieso nicht? Geht nicht? Nee, man kann nicht drauf gehen. Ich guck mich hier kurz nochmal um. Ganz schönes Durcheinander haben sie hier gemacht. Ja, stimmt. Oh, da kannst du hier unten nicht lang. Lalalala. Ich habe irgendwas, dass ich mich alle paar Sachen heile. Ich weiß nicht, ob ich Life-Rack habe mittlerweile. Keine Ahnung. Ich habe sowas jedenfalls nicht. Aber ich bin auch wieder geheilt. Wahrscheinlich durch den Stufenaufstieg. Eine weiße Katze. Ui, 900 EP. Was ist das für ein Krawall? Katze spricht. Die Katze ist der Ahu. Was ist das für ein Krawall? Das hat sich schlimmer angehört als ein Dutzend streunender Katzen, die um die letzte Makrele der Welt kämpfen. Auf anderen Spieler warten. Ah, but I see we've suffered another orc land. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion.
Ah, ich sehe schon, es gab einen weiteren Ork-Angriff. Und angesichts der Tatsache, wie erstaunlich schnell sie abgewehrt wurden, kann ich nur zu einem Schluss kommen. Quellenjäger sind in Cecil eingetroffen. Wunderbar. Ich kann nichts machen. Achso, ihr seid so willkommen wie ein Glas kühle Milch an einem heißen Tag, mein Freund. Ich bin Ahu zu euren Diensten. Ich war es, der eure Anwesenheit in dieser geplagten Stadt angefordert hat. Ich wurde von einem Kater hierher beordert? Das wurdet ihr, ja, aber zugleich nein, das wurdet ihr nicht. Obacht. Aha. Oh. Da wären wir. Lernt meine zweite Hälfte kennen, Jäger. Haha, kein Grund, so verblüfft zu schauen. Ich mag zwar ein Zauberer sein, der viele Tricks und andere Überraschungen auf Lager hat, aber ich kann euch versichern, dass ich ernstzunehmende Beweggründe habe. Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, lasst uns zur Ermordung von Ratsmitglied Jake übergehen. Erzählt mir bitte mehr über den Mord. Ich kann es mir nicht vollends erklären, aber ich spüre in meinen Bartern, dass hier dunkle Magie am Werk war. Stattet dem Tatort einen Besuch ab und ich wette meinen eben erwähnten Barthaare darauf, dass ihr zu keinem anderen Schluss kommen werdet. Hauptmann Aureus, der örtliche Befehlshaber über die Legion, ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass ich Gespenster sehe. Der schert sich doch nur um seine Untoten. Wo finde ich den Tatort? Ein Ratsmitglied wurde ermordet, insofern nehme ich an, dass es Tatverdächtige gibt. Es gibt da noch etwas anderes, über das ich gerne reden würde. Ich bin dann mal weg. Wo finde ich den Tatort? Ich fange mal damit an. Jake wurde in einem der unteren Zimmer des Gasthauses zur Königsgrabbe im Stadtzentrum von Cecil ermordet. Die Legion hat den Tatort allerdings abgesperrt, deswegen benötigt ihr Aureus Erlaubnis, wenn ihr euch dort umsehen wollt. Okay, und jetzt kommt das, ein Ratsmitglied wurde ermordet, insofern nehme ich an, dass es Tatverdächtige gibt. Die gibt es, oder besser gesagt, es gibt eine Tatverdächtige. Man munkelt, dass seine Gattin die Tat begangen hat, aber ich habe da so meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Was hast du gesagt? Nix, ich konnte nur weiterklicken. Ah, diese Vermutung liegt auch sicherlich nahe, aber das würde bedeuten, dass sie eine Quellenmagierin ist. Esmeralda weiß zu bezaubern, ja, aber ich denke nicht, dass sie dabei großartig auf andere Mittel als ihren Charme zurückgreifen kann. Weiter. Aber ihr solltet euch nicht von mir beeinflussen lassen, Quellenjäger. Ihr könnt sie ja einfach selbst befragen. Die Legion hält sie in ihrem Laden, ganz in der Nähe des Stadtzentrums, fest. Dort könnt ihr Jakes bemitleidenswerte Witwe finden. Es gibt da noch etwas anderes, über das ich gerne reden würde. Es könnte euch interessieren, dass die Orks, um die wir uns gekümmert haben, von einem Menschen angeführt wurden. Was für Ärger habt ihr genau mit den Untoten? Von dem, was ich so gesehen und gehört habe, war dies nicht das erste Mal, dass ihr ein Problem mit marodierenden Orks hattet. Erzählt mir doch bitte mehr über euren Katzentrick. Lasst uns das Thema wechseln. Orks, dass die Orks von Menschen angeführt wurden, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Ein Mensch, sagt ihr? Wirklich? Aber das wäre wie ein Kätzchen, das ein Wolfsrudel anführt. Weiter. Ich habe Gerüchte über eine Art Sekte gehört, eine dunkle Gruppe von Gefolgsleuten, die selbst mit Orks verkehren. Manche sagen, es sei ein Quellenmagier, aber das sagen die Leute heutzutage über jeden, der sich etwas seltsam verhält. Weiter. Ich weiß zwar nicht genau, was ich mit dieser Information anfangen soll, aber dennoch danke ich euch dafür. Es wäre nachgerade dumm, solch ein sonderbares Ereignis einfach so abzutun. Und wieso, was habt ihr genau für Ärger mit den Untoten? Ah, die Untoten. Sie entsteigen jetzt schon seit 2 Jahren der Erde und seit 2 Jahren dauert die Pattsituation zwischen ihnen und den Lebenden an. Okay. Die Legion hat sich gut dabei geschlagen, sie im Zaum zu halten, aber ich denke, man kann sagen, dass sie uns ohne meine durch Magie angetriebene Ballisten mittlerweile besiegt hätten. Okay, weiter. Jemand ist für den Ausbruch verantwortlich. Das geht auf das Konto der Nekromanten. Aber wer sind sie und wo verstecken sie sich? Die Suche nach ihnen ist wie die Suche nach einer einzelnen Laus in einem Löwenfell. Okay. Jetzt kann ich noch von dem, was ich so gesehen und gehört habe, war dies nicht das erste Mal, dass ihr ein Problem mit marodierenden Orks hattet? Oder erzählt mir doch bitte mehr über euren Katzentrick oder lasst uns das Thema wechseln. Ja, ich sehe das auch. Ach so. Ich würde eins nehmen, aber wir machen das, glaube ich, in Zukunft so, dass wir immer das vorlesen, was wir sagen wollen. Okay.
Unglücklicherweise ist das absolut korrekt. Die Ork-Belagerung ist nur ein weiteres Fellknäuel im bereits würgenden Rachen dieser Stadt. Es gibt kein Zeichen der Besserung. Ich liebe ja seine latenten Katzenvergleiche. Wir haben den westlichen Strand abgeriegelt, von wo die meisten Aktivitäten der Orks gemeldet wurden. Bei meinen 7 Leben, ich weiß nicht, was dort wirklich vor sich geht. Weiter. Am Ufer gibt es nichts von Interesse, bis auf eine Reihe von Höhlen von eher schlechtem Ruf. Vielleicht sind diese Narren ja hinter einem Piratenschatz her. Ah. Das ist jetzt für dich, Kumpel. Erzählt mir doch bitte mehr über euren Katzentrick. Oh, danke schön. Oh, das ist kein Trick, sondern ein wahrer Segen. Oder überrascht es euch, dass ich Gefallen daran finde, Katzengestalt anzunehmen? Ach nö, man kann sich an den Eiern lecken. Das ist ein wahres Geschenk der Götterquellenjäger, sag ich doch einmal. An den Eiern lecken ist super. Im Reich der Instinkte zu wandeln, in unserer Sprache womöglich die größte Errungenschaft der Menschen, kann man so etwas Natürliches nicht mit Worten beschreiben. Weiter. Nächtens im Freien zu sein, auf leisen Pfoten zu schleichen und nur mit dem Mond als Zeugen zu jagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufregend das ist. Ah ja. Aber selbstverständlich ist es nützlich, sich mit mehr als nur Miau-Lauten ausdrücken zu können. Und ohne meinen Daumen könnte ich nur schwerlich Tränke mischen oder Maschinen bauen. Das gebe ich unumwunden zu. Sagen wir einfach, dass ich einen Weg gefunden habe, das Beste aus beiden Welten zu genießen. Okay, ich bin dann mal weg. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben, Quellenjäger. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr, über das wir sprechen müssen. Besucht mich, wann immer ihr möchtet. Ich habe mir in der Kaserne der Legion ein Labor mit Werkstatt eingerichtet. Okay. Wenn ihr dort angekommen seid, nehmt die Treppe, aber stattet Aureus zuerst einen Besuch ab. Er schreit vielleicht herum wie ein Beagle, der seinen Schwanz in der Tür eingeklemmt hat, aber ihr werdet mit euren Untersuchungen nicht weit kommen, ohne mit dem wahren Anführer von Cecil zu sprechen. Okay. Cecil. Ich sage nun lebt wohl und wünsche euch Glück, Jäger. Mögen sich eure Feinde als Mäuse und ihr euch als furchtloser Mäusefänger herausstellen. Okay, Ende. Puff. Undead, Orks. Looks like we have our work cut out for us. Wie gerichtetes Dialogfeld weg. Ah, so. Alles leer. Alles leer, alles schon, da war schon jemand vor uns da. Ach, das ist ein Wasserfass. So. Ja, Wasser wollte ich jetzt keins. Oh, ist das schön hier. Ein Eimer! Oh. Kampf? Wir haben geklaut, glaube ich. Kann das sein, dass wir geklaut haben? Stimmt. Ups. Tut mir leid. Das war ein nicht. Missverständnis, ein schreckliches. Aber ich weiß nicht, wo Kampf. Beweg dich mal irgendwo hin, mach mal was. Ja, ich, warte mal, B war doch Überblick. Ja. Da ist aber niemand. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal. Genau. Sehe ich auch so. Ach, da. Ach, guck mal, das ist ein Bürger. Scheiße, das ist ein Bürger. Wir haben einen Eimer geklaut und die Bürger flippen völlig aus. Das ist jetzt schon ein bisschen lächerlich. Sehe ich nicht. Sehe ich ab. Was? Wir laufen vor dem Kampf weg? Ich laufe gerade weg, ja. Ich sehe ich nicht. Guck mal, wie viele das sind. Also ich glaube, wir sollten laden. Nee, wahrscheinlich sind die total schwach. Ja, aber wir. Hallo, wir sind hier, um denen zu helfen. Das sind die Falschen, die da jetzt angreifen. Jetzt kommen alle, sogar der Ochs kommt. Also ich lade mal. Das ist ja aber lächerlich. Wann hast du denn das letzte Mal gespeichert? Das gab garantiert einen Autospeicher nach dem Dialog. Also wir können auch ruhig einmal probieren, oder? Ja, die ganze Stadt gegen uns. Alle. Wir kriegen hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Wir metzeln die Stadt, die wir retten sollen, metzeln wir nieder. Ich lade jetzt. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Wir dürfen nichts... Ich hoffe, du hast an einem sinnvollen Punkt gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Ich lass mich jetzt überraschen, was passiert. Aber das macht keinen Sinn. Okay, dann kommen wir her und wir führen den Dialog mit der Katze nochmal. Aber vorlesen müssen wir ja diesmal nicht. Nee. Aber wir sind jetzt klüger als vorher. Ich kürze jetzt ab. Ja, du kürzt ihn jetzt ab. Führen einfach so ungefähr wie eben. Ich sehe ihn auch gar nicht.
Ich hätte ihn ja auch gern mal gesehen, den Dialog. So. Okay, also klauen ist hier eine ganz schlechte Idee. Das war keine Absicht. Wir haben jetzt gelernt. Wir krabbeln hier einfach gar nichts mehr an. Wir klauen hier einfach nicht. Wenn wir was wollen, müssen wir zum Händler. Das wissen wir jetzt. Sogar die Ochsen waren sauer auf uns. Das ist schon lächerlich. Jetzt geht sie schon wieder an die Kisten dran. Ich war eben nicht an der Kiste. Ja, ich weiß, aber du hast geklaut. Und ob du das aus der Kiste nimmst oder woanders raus, ist doch erstmal egal. Ich guck mir gerade mal den Hafen an. Warte mal, da brannte doch ein Schiff. Vielleicht können wir denen helfen und damit irgendwie Freundschaft schließen. Ich könnte einen Regen drauf schicken. Ich renne da mal hin. Ach, da bist du auch. Brennt das Schiff? Ja. Ich kann aber nichts machen, irgendwie. Ölflächen, Schriftrolle des Regens. Ach doch, jetzt. Ich habe jetzt mal einen Regen aufs Schiff geschickt. Yeah, Ruf 1, du hast dich beliebt, du hast uns beliebt gemacht. Yay! Vielen Dank. Siehst du, deshalb habe ich geladen. Anstatt dass die ganze Stadt uns töten will, habe ich uns ein bisschen beliebt gemacht. Wie gesagt, wir dürfen uns hier echt nicht bedienen. Das ist... Nur von unseren normalen Kisten, die wir sonst auch haben. Weiß ich nicht. Ich krabbel erstmal gar nichts an. Hier ist noch ein Schiff gesunken, da können wir, glaube ich, nichts mitmachen. Ich speichere mal, bevor du an irgendwelche Kisten gehst. Das ist mir dann doch ein bisschen riskant. Die haben hier ein ganz schönes Kuddelmuddel. Wolltest du nicht auf das Schiff? Warum? Ich wollte mal hier mit dem Bürger sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Hokuspokus gemacht habt, aber ich bin wirklich dankbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit ansehen zu müssen, wie so ein gutes Schiff vom Meer verschlungen wird. Was ist mit dem brennenden Schiff? Ich dachte schon, das Stündchen des alten Mädchens hätte geschlagen, als der Ork-Schamane seinen feurigen Blick auf ihre Segel geworfen hat. Glücklicherweise habt ihr sie vor dem sicheren Untergang bewahrt. Das grenzt fast an ein Wunder. Ich bin einmal weg. Mhm. Mehr kann ich nicht mehr sagen. Ach so, hier darf ich nichts anfassen. Okay. Da gibt es eine Tür. Lagerhaustor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingehen darf. Ich guck mich jetzt erstmal friedlich um. Hier gibt es noch ein Portal. Das ist ja schon mal gut. Wegpunkte schreien. Dass das aktiviert ist. Mhm. Huch, eurem Tagebuch wurden neue Informationen zugefügt. Ah ja, Feuer, Feuer. Wir retten das Schiff, indem wir einen Regenzauber wirkten, der die Flamme löschte. Ein Schiff im Hafen wurde von den Orks in Brand gesetzt. Wir besiegten den Ortgruppe. Okay, das ist ein Rückblick. Wenn es abgeschlossen ist, die sprechenden Statuen. Wir fuhren aus dem Tagebuch eines Toten, dass er in dem Glauben, einige skurrile Statuen hätten ihm die Fähigkeit zu fliegen verliehen, von einer Klippe sprang. Okay. Ein mysteriöser Mord. Okay. Okay, das ist eine ganze Menge Zeug. Das lese ich jetzt nie alles vor. Da kommen wir ja nie wieder zum Ende. Da ist noch jemand, mit dem man reden könnte vielleicht. Legionär, halt! Diese Tore sollen ständig geschlossen bleiben. Befehl des Hauptmanns. Moment mal. Da werde ich doch zum Onkel eines roten Imps, der Quellenjäger. Entschuldigt die straffe Behandlung. Ich habe euch nicht gleich erkannt. Bitte sagt mir, wie ich bei der Untersuchung helfen kann. Zivilisten dürfen sich also nicht außerhalb dieses Tores aufhalten. Seit dem Überraschungsangriff der Orks vor 2 Wochen wird hier großer Wert auf Sicherheit gelegt. Sie haben genügend Schaden angerichtet, um Ahu und Hauptmann Areus in Alarmbereitschaft zu versetzen. Okay. Öffnet das Tor bitte. Ihr kommt mir nicht so vor, als ob ihr bereit dafür wärt, in die Wildnis hinauszugehen. Zudem geht eine ein- oder zweiköpfige Gruppe ein recht großes Risiko ein, übermannt und überrannt zu werden. An eurer Stelle würde ich mich um Verstärkung kümmern. Natürlich liegt die Wahl bei euch. Aber seid ihr sicher, dass ihr da hinausgehen wollt? Nach reiflicher Überlegung sollten wir das Tor verschlossen lassen. Danke, dass ihr auf meine warnenden Worte hört. Cecil braucht euch lebendig und wohlauf.
Schön. So, wollen wir mal hoch in die Stadt gehen oder hast du den Hafen fertig erkundigt da? Nee, ich war einfach nur da laufen. Du warst einfach nur, ach, du hast Jogging gemacht. Oh, so hübsch die Grafik, ich könnte die ganze Zeit den Bildschirm anknabbern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mir gefällt es echt gut. Ah, eine Zugbrücke. Da steht noch jemand. Möchtest du dich nochmal unterhalten mit irgendwem? Nee. Nee. Ich überlasse dir das. Warum? Drücke M, um eure Karte zu öffnen. Einige Charaktere werden wichtige Orte auf eurer Karte markieren, damit ihr euch besser zurechtfindet. Ach ja, da ist er schon markiert. Da sind wir ja fast schon da. Wo waren das? Da, hier, guck mal da. Dieses Haus da. Scheint der Tatort zu sein. Mhm. Frage ist, wie kommt man da rein? Ach, wie schön, die Häuser. Geht das hier irgendwie durch? Nee, das ist eine Mauer. Ich stapfe mal außen rum. Holzkiste, okay. Ich sehe gar nichts gerade. Ah, jetzt wieder. Ach, hier. Wir sind wahrscheinlich noch nicht beim Haupteingang. Da hier sind grüne doch. Leute. Okay, das ist riesig. Hast du da einen Eingang gefunden? Nee. Okay. Aber da ist voll die Party da drin. Ja, das kann sein. Kann sein. Da liegt ein toter Bär. Also Bärenfell. Oh, ist das hübsch. Alter. Mendius! Ihr da! Einen Augenblick bitte, wenn ihr so freundlich wärt. Ihr seid der Quellenjäger, nicht wahr? Der Held, über den ganz Cecil spricht. Das große Stadtgespräch. Der saftigste Apfel am ganzen Baum. Welche Freude, euch zu treffen. Wirklich ein Vergnügen. Nein, vergesst, was ich gesagt habe. Es ist sehr viel mehr als ein Vergnügen. Es ist das Schicksal höchst selbst. Ja, das ist es. Das Schicksal hat mich an diesen Ort gebracht, damit ich euch alles über diese verlockende Möglichkeit erzählen kann. Mhm. Und wer seid ihr? Mendius zu euren Diensten. Mein Beruf? Nun, einst war ich Mediziner, doch was tut ein Arzt anderes als zusammenzufügen, was zerbrochen wurde? Ich habe Leben gerettet, das stimmt, doch heute verändere ich sie. Was die Gelegenheit angeht, die ihr erwähntet. Oh, das ist nicht nur eine Gelegenheit, das ist eine einmalige Chance, sich zu verbessern. Und das ungenutzte Potenzial, das in uns allen schlummert, zu nutzen. Lasst mich euch dies fragen, mögt ihr Abenteuer? Mhm. Mögen wir Abenteuer? Ja, klar. Aber natürlich, wie könnte, jetzt ist es weg. Ach nein, aber natürlich, wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? Ach, jetzt das stimmt, wir leben für das Abenteuer. Ah ja. Sieh einer an, wir teilen also dieselbe Leidenschaft. Ich habe nie daran gezweifelt. Der Nervenkitzel beim Entdecken neuer Pfade, der Rausch, wenn man plötzlich von Goblins umzingelt wird und dabei dennoch voller Zuversicht ist. Geht's noch weiter? Ja, ich habe weiter gedrückt, aber passiert nichts. Ah. Ich kann nicht behaupten, dass dem nicht so ist. Reichtum interessiert mich eigentlich nicht besonders. Ich bin ja eher so der Bescheidene, ne? Mhm. Ah. Reichtum interessiert mich eigentlich nicht besonders. Ich auch nicht. Reichtum ist nur Eitelkeit. Selbstlos. Ach, seid nicht so verlegen. Ich wette, dass euer Herz vor Freude weint, wenn ihr auf euren Reisen Schätze findet. Ja, okay, das schon. Muss man ja zugeben. Trotzdem, was ist das Leben schon ohne Abwechslung, wenn man vom Finanziellen einmal absieht? So ganz ohne Würze. Die Quellenjagd muss doch manchmal schrecklich langweilig sein, oder nicht? Immer diese Befehle, untersucht dies, findet jenes. Und wofür das Ganze? Werdet ihr nicht viel lieber selbst bestimmen, was ihr tut? Lieber führen als folgen, das ist wahr. Ja, sind wir treue Gefolgsleute oder führen wir lieber, als wir folgen, ist die Frage. Du bist der Anführer. Ja. Wobei ich sagen muss, ja, ich bin jetzt erstmal linientreu, ne? Es ist keine Schande, Anweisungen zu befolgen, wenn der Dienstherr das Vertrauen verdient. Okay, ich kann jetzt hier so ein bisschen aufmüpfig werden. Mit dieser Einstellung werdet ihr immer ein Knecht bleiben. Das ist genau das, was diese vertrauenswürdigen Dienstherren wollen. Oder das stimmt wohl, wir dienen einer gerechten Sache. Also warum sollten wir unseren Befehlen nicht folgen? Na komm, ich bin mal friedlich.
Gehorsam. Nun kommt, ich kann nicht glauben, dass ein so begabtes Individuum freiwillig die Rolle des Wasserträgers übernimmt. Das Leben ist zu kurz, um es für jemanden anderen zu leben, nicht wahr? Das war eine rhetorische Frage. Ich könnte euch dabei helfen, diesen Raum zu verwirklichen, damit ihr bekommt, was ihr verdient. Ich traue ihm, soweit wie ich spucken kann. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Der Grund, warum mich das Schicksal direkt vor die Tür der Königskrabbe geführt hat. Alles nur, damit ich euch treffen konnte und euch über die glorreichen, fantastischen Fünf erzählen kann. Ihr seid herzlich eingeladen, beizutreten. Eingeschlagen, ja. Diese Gelegenheit solltet ihr nicht verpassen. Soll ich mir mehr über die fantastischen Fünf erzählen lassen? Erzählt mir mehr über die fantastischen Fünf. Ah, die fantastischen Fünf. Wie sehr genieße ich es, den Namen der glanzvollsten und gefeiertsten Abenteuergilde von Revillion einfach nur auszusprechen. Unsere Mission, die Welt verbessern. Unser Motto, wir verbessern uns, indem wir die Welt verbessern, erfüllen unsere Träume und reinigen unsere Seele. Ihr möchtet unbedingt beitreten, nicht wahr? Natürlich möchtet ihr das und das sollt ihr auch dürfen. Solltet ihr noch Fragen haben, werde ich sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ansonsten schlage ich vor, wir legen gleich los. Aha, kommt ja mal zum Punkt, ja. Was machen die Mitglieder der Fantastischen Fünf eigentlich so? Welch gute Frage, direkt wie ein Pfeil und scharf wie eine Klinge. Das hat Anerkennung verdient. Nun, die Fantastischen Fünf beizutreten, ist wie einer Gefolgschaft beizutreten, einer Bruderschaft, einer Schwesternschaft, einer Gemeinschaft. Ihr erhaltet den Titel des Ritters, sobald ihr unseren Vertrag unterschrieben habt. Und dann kann es losgehen. Ich werde euch eure ersten Aufgaben mitteilen. Und sobald diese erledigt sind, werde ich euch einen fairen Anteil an der Belohnung übergeben. Wenn ihr natürlich allen von den glorreichen Taten der Fantastischen Fünf erzählt und so neue Ritter für unsere Gefolgschaft rekrutiert, dann erhaltet ihr auch einen Teil der Belohnung, wenn diese Aufgaben erledigen. Ist das nicht wunderbar? Das Feuer der Gefolgschaft hat mittlerweile euer Herz erwärmt, nicht wahr? Sagt euch Gefolgschaft? Ich meine natürlich Familie. Denn wie eine Familie unterstützen wir uns, muntern uns gegenseitig auf, gehen durch dick und dünn und teilen Sieg und Niederlage. Arbeitet hart, erfüllt Aufträge, rekrutiert neue Ritter und schon bald werdet ihr befördert. Ihr werdet euch verbessern, ihr werdet Revillion verbessern, die Sterne werden kräftiger leuchten und ihr werdet dabei außerordentlich reich. Was gibt es Besseres? Lasst uns das Thema wechseln. Ja, der ist ein bisschen anstrengend. Macht ihr euch keine Sorgen über die Untoten, die herumstreuen? Die Untoten werden gemeinhin als Problem angesehen, mein Freund, aber wer die Fantastischen Fünf kennt, weiß, sie sind kein Problem, sondern eine Chance. Ein unternehmerischer Geist kann aus einem kalten, leblosen Stein noch Reichtum herausquetschen. Oder aus einem kalten Untoten. Ich hab schon mal die Tür aufgemacht. Ich bin dann mal weg.